Heute gibt's was Experimentelles. Ja, ich habe jetzt Kutteln hier. Ich habe mir das in der Kleinmarkthalle gab es so einen tollen Metzger und da habe ich dieses gekauft, habe mich nochmal beraten lassen und ich selber habe das noch nie in meinem Leben gekocht. Also es ist jetzt ein Experiment, aber ich freue mich drauf und wir haben ja so viele Kochbücher, habe ich nochmal nachgeguckt. Ich selber habe zum ersten Mal erst vor ein paar Jahren überhaupt Kutteln zum ersten Mal gegessen in der Toskana und war total überrascht, wie gut die schmecken. Super gewürzt und auch in der Konsistenz irgendwie ganz toll. Und das versuche ich jetzt hinzukriegen. Also mit Möhren, Staudensellerie und Zwiebel. Bisschen Knoblauch, das ist so das Sofrito, das ist das Übliche. Das steht auch in allen Büchern. In einem stand noch drin, dass ich Rosmarin noch. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Das schnibbel ich jetzt erstmal und dann, die habe ich noch ein bisschen gewässert, die mussten auch klein geschnitten werden. Das mache ich jetzt als erstes. Welches Rezept machen wir denn jetzt? Aus welchem Kochbuch ist denn Also, das? ich habe das jetzt aus allen so ein bisschen gelesen und dann habe ich natürlich auch noch eins aus dem Internet, aber auf Italienisch. Also, Deutsche, also in so einem uralten Buch, da haben wir irgendwas Deutsches. Ich mache die italienische Variante. Man muss es sehr lange kochen. Das ist schon mal das Wichtigste, dass man das nicht so schnell essen kann. Also 2 Stunden sollen die mindestens kochen. Aber ich habe schon vorgekochte gekauft und ganz doll geputzt, hat der Metzger mir alles genau erklärt. Der kennt sich aus. Halt Sehen mal, auch schon gut halt mal aus, mein ne? Kleid. Wenn ich es geschnitten habe, werde ich es auch noch mal waschen. Wie lange hat das jetzt schon eingeweicht? Ach, das habe ich jetzt schon ein paar Stunden. Da sind wir aber jetzt gespannt. Ist das ein kompliziertes Rezept? Nee, also so wie es da steht, in dem italienischen Blog, da steht drin, das ist Difficoltà molto basso. Also ganz einfach ist es auch. Man muss nur ein bisschen schnippeln und gut würzen. Und das, also die größte Schwierigkeit ist wohl früher gewesen, dass man es halt richtig sauber machen muss, dass man mit den Kutteln richtig umgeht. Aber da ich die ja jetzt offensichtlich in einem sehr guten Zustand gekauft habe, in der Frankfurter Kleinmarkthalle halt, ne, da hab ich jetzt Sorgen. Also das riecht nicht unangenehm, es fühlt sich auch gut an und die sind total sauber und ich habe sie auch gewässert und ich glaube, da kann jetzt nichts passieren. Also ich bin eigentlich sehr überzeugt, dass es gut wird. Vielleicht werden wir in Zukunft unsere Gäste mit Kutteln beglücken. Also es gibt bestimmt einige, die das gerne essen und andere würden es vielleicht mal probieren, wenn sie nicht wissen, was es ist. Ich lasse das jetzt erstmal da drin. Weil das Wasser ist immer noch so ein bisschen trüb. Also das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, solange ich schnippel. Für eine Apparatur. Das ist ein super geiles Teil, guck mal. Also für kleine Mengen ist es obergenial, wenn man so schnippeln will. Muss gerade für solche Sofrito-Sachen und so. Habe ich in Cecina auf dem Markt gekauft, hat 7,95 € gekostet und funktioniert hervorragend. Die anderen Sachen mache ich jetzt auch alle so. Also wie so eine Salatschleuder funktioniert das. Achtung. Geil, ha? Also das ist echt toll. Das ist ein tolles. Wenn ein richtiger Koch das mit der Hand schneidet, dann sieht es natürlich viel toller aus. Aber hier ist es egal. Das riecht auch total nach Toskana. Oh, wunderbar. Butter und Olivenöl zusammen. Warum? Ja, weil die Butter kann man ja nicht so heiß machen und deswegen ist Olivenöl, aber das gibt noch einen anderen butterigen Geschmack, also als wenn man nur Olivenöl nimmt. Das gibt es für manche Gerichte, dass man da so eine Mischung macht. Jetzt schütte ich das Gemüse hier rein.
weiß gar nicht, ob ich die abtrocknen muss. Ich muss das mal nachlesen. Die soll man, wie ich es gemacht habe, schön noch mal gewaschen und schön abtropfen lassen. Ich glaube, die sind jetzt trocken genug. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt machen muss. Jetzt habe ich die Tripper da drin. Mescolando, Tanto, Tancon und Cuajo di Legno. Ja, habe ich auch. Prima, si la tripa, tolete l'olio con una pinza di cucina e questo punto della tripa. Fatela rosare per insaporirla. Also jetzt muss ich erstmal so ein bisschen angehen, also angeschwitzt werden, damit sie Geschmack kriegt. Also so ein bisschen, wie wir das auch machen. Ohne, dass man Flüssigkeit drauf gießt, dass sie dann, bevor sie gekocht wird. Jetzt muss sie erstmal so ein bisschen anbraten, anschwitzen mit den anderen Sachen, damit sie Geschmack annimmt. Ja. Pomodori Pelati. Ich zerdrück die jetzt vorher schon mal ein bisschen. Na, jetzt riecht es schon so ein bisschen eigen, also anders als normales Fleisch. Ja, jetzt riecht man schon, dass es was anderes ist, finde ich. Es riecht nicht unangenehm oder so, aber es riecht einfach anders. Also das überdeckt jetzt erst das Gemüse und jetzt kommt dieser Geruch von vielleicht Innerei oder so. Ja, das ist... Spannend. So, ich glaube, jetzt stelle ich es mal ein bisschen höher und mache den Wein drauf. Ich weiß gar nicht, was ich salzen muss. Später wahrscheinlich. Das soll eigentlich so Weißwein sein hier. Der ist ein bisschen rosé, aber den habe ich halt gerade in der Küche. Und jetzt riecht es gut. Und jetzt kommen die Tomaten. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, gell? Ach, das wird bestimmt gut. So, und jetzt muss es kochen. Was besser? Salate e pepate a piacere. Also, jetzt kann ich nach Geschmack salzen und pfeffern und dann mit Deckel drauf 2 Stunden kochen. Und ab und zu muss man mal gucken und... Der soll gut von der Brühe bedeckt sein. Also die Flüssigkeitsmenge ist offensichtlich genau richtig. Nach Gefühl. 1,5 Stunden später. Riecht schon anders. Gut. Absolut. Ich hab vor 3/4 Stunde probiert, da waren sie noch ganz hart. Jetzt haben sie eine richtige Konsistenz. Aber es muss noch ein bisschen nachgewürzt werden. Es schmeckt so noch nicht so. Also es muss noch ein bisschen aufgepeppt werden, aber ansonsten ist es gut. Also ich mache noch glatte Petersilie. Jetzt nehme ich die Lorbeerblätter da raus. Ich habe noch nachgesalzen und jetzt noch mal 1/4 Stunde länger gekocht. Habe ich noch mal ein anderes Stück probiert. Das war noch ein bisschen noch nicht so ganz durch, aber jetzt glaube ich schon. Und die Flüssigkeit ist ja echt ziemlich eingekocht, so wie es sein soll. Und jetzt tue ich den Parmesan drunter. Frisch gerieben. Und das macht das Ganze natürlich auch noch so sämiger und gibt dem natürlich auch noch einen schönen Geschmack. So viel. Ein bisschen hier. Und jetzt zum Schluss Petersilie. Glatte. So. Und jetzt können wir es essen. Das wird nur mit Brot serviert. So.
Das war's jetzt. Mal gespannt. Also es sieht genauso aus wie in Florenz oder in Siena, finde ich. Also ich finde, es sieht sehr appetitlich aus, finde ich. Die Dinger haben ja eigentlich überhaupt keinen Eigengeschmack, muss man sagen. Es ist nur so eine... Also ich glaube, das wäre auch so, dass es bestimmt viele Leute gar nicht erkennen würden, was es ist. Schöne Konsistenz. Also, ich finde, es schmeckt klasse. Klasse. Also, ein unheimlich interessanter Geschmack. Das ist mild. Die Konsistenz kann man gar nicht so richtig zuordnen. Den Geschmack kann man auch nicht wirklich zuordnen. Das schmeckt wunderbar. Ich werde mal gespannt bei unseren Freunden. Vielleicht so ein paar Slow-Foodies werden das essen. Also wir werden das mal anbieten und sagen, wir laden euch zum Kuttelessen ein. Da bin ich mal gespannt, wer kommt. Das machen wir mal.